nichtsdestotrotz muss man ja schauen, wenn man sich heute B2B-Produktkommunikation angeht, konzentrieren sich viele heute nur auf Merkmale. Das ist natürlich auch was, womit wir eigentlich täglich immer noch kämpfen, weil man gerade so in der Zusammenarbeit mit der Entwicklung, mit dem Produktmanagement, ne, da wird natürlich sehr viel, kommt man da über Features. Und das dann zu übersetzen, da ist eigentlich immer gerade im B2B-Kontext eine gute Hilfe, wenn man quasi diesen B2B-Kontext, weil letzten Endes arbeiten wir alle für den Endkonsumenten, ne, auch im B2B-Umfeld. Und wenn man da eben diese Features mal weiterdenkt, auf den Endkonsumenten und dann sagt, was ist die Bedeutung für den Endkonsumenten? Wie erlebt der Endkonsument das Produkt? Und das ist für mich immer eine große Hilfe, da eben Stories aufzubauen, die dann auch unsere direkten Kunden im B2B-Umfeld, die dann ja in den meisten Fällen mit Konsumenten, Endkonsumenten zu tun haben, dass ich da anfange, Geschichten aufbauen zu können rund um die Produkte, die dann auch wieder meine direkten Kunden im B2B-Umfeld ja, es ermöglichen, die Produkte besser zu positionieren. Also da immer so einen Schritt weiter zu denken, das ist, glaube ich, ja, so für mich immer ein ganz guter Ansatz, diese Features nochmal in einen anderen Kontext zu denken. Können wir da noch mal ein bisschen konkreter werden? Also kannst du uns mal da einfach ein paar Beispiele geben, jetzt mal so entlang der Wertschöpfungskette, Vertriebswertschöpfungskette, wie man sowas machen kann? Ja, also in den Phasen, gibt's da mal konkrete Beispiele? Da nehme ich am besten mal ein Beispiel aus unserem Umfeld. Also wir sind ein Datenpool, das heißt also, wir ermöglichen es herstellenden Firmen, Produktdaten auf unserer Plattform einzugeben und die dann an ihre Handelspartner auszuleiten. So, jetzt bin ich ein Startup im FMCG-Umfeld und habe mir einen neuen Schokoriegel überlegt. Ne? Der sieht jetzt natürlich im ersten Schritt überhaupt gar keinen Mehrwert, Produktinformationen in irgendeine Oberfläche einzutippen und die an seinen Handelspartner zu schicken. Denn für ihn steht fest, ich habe ja schon meinen Handelspartner davon überzeugt, dass der meinen neuen Schokoriegel verkauft. Ich habe also eigentlich schon Erfolg. Und jetzt kommt da so ein Zwischenschritt und das verstehe ich nicht. Und jetzt ist es für uns schwierig, dem Hersteller von den Produkten klar oder zu verdeutlichen, warum diese Nutzung von unserer Datenpool-Lösung so relevant ist. Und da sagen wir, na, pass mal auf, also du als Hersteller von Schokoriegeln, du hast es jetzt zwar geschafft, dass deine Produkte im Handel positioniert sind, aber der Handel wird dich auch nur weiterlisten, wenn Endkonsumenten dein Produkt kaufen. Das heißt also, du musst dir heute schon überlegen, wie du dein Produkt an die Endkonsumenten vermarktest. Und da gehören eben Produktinformationen zu, da gehören diese ganzen Marketing-Romance-Copies dazu, ja, da gehören Fotos dazu, da gehören Inhaltsstoffe dazu, da gehören vielleicht ja, wieder auch diese Stories dazu, ne, dass dein Schokoriegel wenig Zucker hat und deswegen auch von Sportlern genommen wird. Und da versuchen wir dann eben diese Hersteller schon zu sensibilisieren, wie relevant Produktinformationen sind für Endkonsumenten, damit die ihre Kaufentscheidung treffen. Das heißt also, auch da sagen wir nicht, ist es irrelevant für euch in der Beziehung mit eurem Handelspartner. Das ist zwar auch super relevant, weil Handelspartner da natürlich so eine gewisse Datenqualität, eine gewisse Standardisierung der Produktinformationen fordern, sondern wir sagen denen, im letzten Endes geht es ja eigentlich darum, den Endkonsumenten zu erreichen. Und für den Endkonsumenten sind Produktinformationen super relevant, weil da sind Themen wie Allergene wichtig, da sind Themen passt das in meine Diät rein, passt das in meinen Lebensstil rein, ist da Zucker drin? Dass man da anfängt, die Kunden für zu sensibilisieren. Lass uns mal noch in den Bereich After Sales gehen. Was wäre denn da noch denkbar? Einmal hat man natürlich dann so, wir bieten so eine Chat-Funktion an, wo wir dann Kundenfragen beantworten. Das kann man ja heute auch über Chatbots machen, ne? Irgendwann hat man ja dann, also die lernen ja mittlerweile auch, dass so die typischen Fragen dann über Bots abgewickelt werden. Das kann man alles automatisieren, sodass der Kunde digital mit uns Kontakt aufnehmen kann und wir dann irgendwelche dringenden Fragen die gleich beantworten können. Was wir aber auch machen zum Beispiel, ist zum Beispiel so eine Academy. Dass wir eine Academy aufbauen, digital Videos zu bestimmten Themenbereichen, jetzt in Bezug auf die Nutzung von Produkten, Einsatz, vielleicht Installationshilfen, ne, wenn ich da jetzt an euch, euer Umfeld denke. Und das dann über digitale kurze Videos auf einem Portal bereitzustellen, wo meine Kunden hingehen können und ja,
wie gesagt, sich Anleitungen runterladen können, sich vielleicht auch begleitende Themen oder angrenzende Themen informieren können, ja, wo sie dann eben Fragen beantwortet kriegen. Also das ist interessant. Dann, ja, so Communities, ne, das gibt es natürlich jetzt so, wenn ich jetzt an Adidas denke, so Community-Bildung, dass man sich irgendwie ja, über die Produkte und Interessensgebiete, dass man da so Gemeinschaften, Communities aufbaut, die sich miteinander austauschen. Und wenn man dann selber als ja, Firma diese Community managt, ne, dann hat man da natürlich auch so den ersten Schritt in Richtung Kundenbindung gemacht, Identifikation mit einer Firma, ne, das ist spannend. Ich kann natürlich dann auch in meinem, so Themen wie Umfragen sind, glaube ich, auch immer interessant, ne, dass man auch mal lernt, ne, so, pass mal auf, wie war denn jetzt quasi deine Kauferfahrung mit uns, ne, wie ist deine Installationserfahrung, wie ist deine Nutzererfahrung, dass man da mit den Kunden über Umfragen in Austausch geht, von den Kunden lernt und dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, seine Produkte zu verbessern. Dann natürlich dieses ganze typische Loyalty-Programm. Pass auf, du hast jetzt 10-mal bei mir gekauft, ne? Du kriegst jetzt irgendwie einen Bonus, ne? Oder du kriegst jetzt, pass mal auf, du hast Produkt A, B, C gekauft. Produkt D ist für dich auch interessant, das wissen wir aus Erfahrung und das kriegst du jetzt für einen bestimmten Rabatt. Das sind eben alles so Themen, die ich digital bespielen kann. Auch wieder über Inhalte, über Stories, ja, einen Austausch, über diese Community-Bildung, die dann ein ganz wichtiger Schritt sind nach dem Kauf, ne, über diese ganzen After-Sales-Angebote, die ich anwende, in Richtung Loyalty, ne, in Richtung Kundenbindung, sodass ich eigentlich die in mein Ecosystem, meine Kunden reinziehe und die sich da so wohlfühlen, dass sie gar nicht mehr woanders schauen. Das ist natürlich, sag ich mal, die Königsdisziplin. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Ach so, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.